Tragödie der Freiheit, eine Tragödie der Linken. Zwei große Fragezeichen, und um diese Fragezeichen etwas aufzulösen, aufzuklären, haben wir zwei kundige Historiker bzw. Psychologen hier, die zu dem Thema diverse sich publiziert haben. Ich möchte erstmal das Publikum begrüßen hier und freue mich auf eine angeregte Diskussion. Es soll erstmal hier im Podium diskutiert werden und später dann soll auch die Diskussion im Plenum eröffnet werden. Und wir legen auf jeden Fall auch unseren Wert auf eine Diskussion des Publikums. Jetzt zu der Vorstellung der beiden Referenten heute Abend, ganz rechts außen vom Publikum aus betrachtet, also man hat jetzt keine politischen Implikationen. Werner Abel, im Erzgebirge zu Hause. Man kann auch noch hinweisen, also verschiedene Referate hältst du auch bei den Kämpfern und Freunden. Kommen wir zum zweiten Referenten, Dieter Nelles, Historiker aus Wuppertal. Auch hier zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema deutscher Faschismus, zum Thema Widerstand, aber auch hauptsächlich zum Thema Deutschland. Angst vor dem Faschismus, das war Angst davor, dass es auch in ihren Regimen zu so etwas kommen könnte. Das war die allgemeine Ablehnung des Faschismus als menschverachtendes System. Also ich brauche dazu ja wahrscheinlich hier weiter nichts sagen. Währenddessen ist man, denke ich, bei den Deutschen und bei den Österreichern, bei den Italienern ganz anders war. Ich glaube, dass sie natürlich diese schwere Niederlage einstecken mussten, dann erlebt in Emigrationsländern lebten, also wo das Leben unvorstellbar schwer war, keine Aufenthaltsgenehmigung von einem Ort zum anderen, keine Arbeitsgenehmigung und so weiter, ständig an irgendwelchen Hilfsvorhängen und so. Und dann immer noch im Rücken, zu Hause haben wir diese riesengroße Niederlage erlitten. Und jetzt bot Spanien erstens die Möglichkeit, den Faschisten mit der Waffe in der Hand entgegenzutreten. Zum Zweiten haben sich natürlich viele ausgerechnet in einen revolutionierten, in einen demokratischen, in einen republikanischen Spanien eine neue Zukunft zu finden. Das muss man einfach auch mal so sagen. Dass sie gedacht haben, nach diesen Knechten, nehme ich ganz ehrlich gesagt, nach diesen schlimmen Erfahrungen, die sie gemacht hat mit der Reaktion in ihrem Land, mit Konzentrationslager, mit Gefängnis und so weiter, jetzt ein freies und selbstbestimmtes Leben zu finden. Das war erstmal eine ganz andere Motivationsstruktur, glaube ich. Und dann, wir haben schon kurz oder es wird immer wieder in der Literatur darüber diskutiert, in der spanischen Literatur findet das immer mal wieder statt. Wie ist das eigentlich? Was waren die internationalen Begriffe? War das nur eine Armee der Kommandanten oder war das eigentlich etwas mehr? Und da würde ich erstmal sagen, müssen wir schauen, die Leute, die da hingegangen sind. Es sind viele, die ohne jeden Auftrag da hingegangen sind, die also nicht von ihren Parteien delegiert worden sind, die nicht von ihren Parteien das okay gekriegt haben, was also ganz wichtig war. Das war, wie man sie dort nannte, dann später etwas verächtlich nannte und das etwas kontrolliert nannte, die sogenannten gelungen ist, die wichtigsten staatlichen Apparate, also Polizei und Geheimdienst, einzudringen und mit oder zu durchdringen. Und vor allem, das ist auch die Kommunistische Partei Spaniens. Und das macht also dies, wenn man sagt, ja, Spanien ist ein spezieller Fall nach Volksverdienst, weil eine gewisse Dominanz der Kommunistischen Partei gegeben hat. Das ist die Kommunistische Partei. Vor allem aber in der Armee so stark vertreten wird, dass als der Generalstab eine Untersuchung gemacht hat Sommer 1938, es sich herausstellte, dass 70% aller höheren Offiziere der spanischen Volksarmee der Kommunistischen Partei angehören oder zumindest mit ihr sympathisiert haben. Und da könnte man natürlich auch dann bestimmte Parteiarbeit in den internationalen Brigaden und in der Volksarmee machen, vor allem in den internationalen Brigaden, weil laut Erlass war jede parteipolitische Betätigung in der Armee verboten. Ja, und schon im Dezember 1936 bei der Dritten Internationalen Brigade wurde darauf geachtet, dass möglichst keine kommunistischen Symbole verwandt werden, sondern, ich kenne ja viele dann, diesen dreizeiligen Stand der Volksfront. Eine Frage noch, okay, ich nenne das drei Kategorien.
Rebellisch-autoritär, das waren 35% der deutschen Arbeiter. Rebellisch-autoritär waren 65% in dem Dreh. Und 15%, bei 15% der deutschen Arbeiter in dieser Umfrage, die waren anti-autoritär, also sozialistisches Denken und Fühlen übereinstimmen. Also der Front hat das damals über die Geschlechterbeziehung abgefragt, wie steht man zu seiner Frau, ist das eine Genossin und gleichberechtigt, wie erzieht man die Kinder, schlägt man die oder nicht. Und das interessante Ergebnis bei dieser Studie ist, am besten schneiden die linkssozialistischen Parteien ab, aber unter diesen 15%, diesem Kern, dem festen Kern der deutschen Arbeiterbewegung, wie Erich Fromm das nennt, waren weitaus mehr Kommunisten als Sozialdemokraten. Das muss man immer im Hintergrund haben. Und auf deine Frage hinbezogen, waren die internationalen Brigaden konterrevolutionär? Das würde ich mit einem glatten Nein sehen. Ich würde sagen, von den 35.000 Menschen, die dort ihr Leben gelassen haben, also das muss man immer sehen, für eine Idee zu kämpfen und revolutionär zu sein, heißt ein Kampf um Leben und Tod. Da kann ich bis heute noch die größte Hochachtung haben. Also von der Motivation, warum die Leute dort hingegangen sind. Und sie hatten dort keine kontrarevolutionäre Funktion. Dass die Parteispitzen oder auch aus Moskau, oder dass sie dort eingesetzt wurden und dass der kommunistischen Bewegung weltweit ein unglaubliches Renommee verschafft hat, das ist eine andere Sache. In Deutschland Arche-Syndikalist Helmut Rüdiger hat das kritisiert, aber er hat die CNT kritisiert, als er gesagt hat, die spanischen Genossen hatten überhaupt kein internationales Bewusstsein. Ich weiß das nicht von der spanischen Volksarmee als gesagt, das weiß ich einfach nicht. Aber muss ich nur Bilder anschauen von den internationalen Brigaden, was sie für Uniformen haben zusammengesteckt, was sie für Helme haben, also wo sie hergekriegt, was sie für Waffen haben und so weiter. Und wie war es denn am Anfang noch bei der Centuria Delmann oder bei den Kolumnas damals, ganz am Anfang bei den Milizen. Nicht, dass man froh war, wenn der Mann neben ihm fällt, aber es ist gewehrfrei geworden, das muss man auch mal sagen, ja. Das ist ja auch wieder ein psychologischer Faktor, der dazu gekommen ist. Also ich bin schon der Meinung, aber wir sollten auch fragen, ja warum hat denn die Republik keine Waffen gekriegt? Warum haben denn ihre potenziellen Verbündeten eigentlich keine Waffen gekriegt? Warum hat denn die eine der ältesten Demokratien dieser Welt, wo wir jetzt gerade große Triumphe feiern, warum haben denn die USA, warum hat denn Texaco, was man heute überhaupt nicht mehr erzählt, warum haben die den Frankisten hier Benzin geliefert, Treibstoff geliefert, warum haben die Tausende von Kamions, von LKWs geliefert und so weiter. Das muss man erwähnen, weil das war der erste Bewegungskrieg nebenbei, auch gesagt. Ne? Und dann dreht sich die ganze Geschichte um. Und da muss man sagen, die Lieferung der Sowjetunion mit Öl an Italien lief natürlich auch weiter. Ne? Das ist die andere Geschichte. Und was hat denn, das sind solche Details, auch die so deprimierend sind. Ich glaube, du sagtest das vorhin. Man muss die ganze Geschichte vor der Folie und der Säuberung der Sowjetunion sehen. Kurz zuvor ist Duraczewski erschossen worden. Duraczewski, einer der die Theorie des Bewegungskrieges aufgestellt hat. Als die ersten sowjetischen Panzer nach Spanien gekommen sind, hat man nicht gewagt, das Konzept von Duraczewski, das Zusammenspiel zwischen Panzer und Infanterie, aufgestellt und Infanterie zu machen. Was passierte, als General Grimoje die ersten Panzer brachte? Das sowjetische Panzerfahrer, weil die Spanier hatten keine Panzerfahrer. Es mussten dann Busfahrer umgeschult werden, um Panzer zu fahren, was auch schon kommentiert war. Was passiert? Man hatte also keine Spezialisten, man hatte weder Pilot noch hat man Panzerfahrer. Aber in den Bewegungskrieg und gerade in diesem Krieg, wo das erste Mal, nicht das erste Mal in der Geschichte, sondern das ist in spanischen Verordnung gesehen, dass man die Luftwaffe eingesetzt hat gegen Zivilisten, aber in diesem Umfang, dass man offene Städte angegriffen hat. Gallica ist ja immer bloß, also ist ein Symbol dafür. Wer spricht denn da über die Bombardierung von Madrid, über das Dauerbombardement von Barcelona und so weiter und so fort? Ne? So, die Republikaner hatten keine Luftwaffe in dem Sinne.
Die mussten erst mit Piloten ausgebildet werden. Und Piloten ausgebildet, da dauert auch seine lange Zeit. Also wir kommen immer wieder auf das Problem, die Waffen. Die Waffen, die fehlen. Und für die modernen Waffen, die Leute, die bedienen konnten. Da auch. Ja? Und deswegen haben die Sowjetunion in der ersten Zeit ja auch dann die Spezialisten mitgeschickt, die diese bedienen konnten. Tankisten, Piloten, Nachrichtenleute und so weiter und so fort, ne? die sie geschickt haben. Aber an einem bestimmten Punkt, als sie zurückgezogen wurden, gab es keinen Ersatz. Dafür muss man einfach sagen, wir können es reden, wie wir wollen. Also es ist, für meine Begriffe, um die Frage nochmal, die vorhin mal stand, hättest du dieser Republik eine Chance gegeben? Also unter dem Aspekt nicht. Unter dem Aspekt einfach nicht. So. Und ich hätte nur, das was ich vorhin sagte, mit der Geschichte des Bewusstseins, dass der republikanische Soldat sich in seinem Bewusstsein durch etwas unterscheiden musste. Und das wäre für mich dieser Rückgriff auf die soziale Revolution, zumindest auf das, was man erreicht hat. Und es ist ja nicht so, dass die soziale Revolution erst am 19. Juli begonnen hat, als der Putsch in den Wesentlichen gestoppt war. Da war Barcelona ja ganz wichtig, sondern bestimmte Sachen begannen ja schon zuvor. Also die großen Frauenverbände, die haben es schon zuvor gegründet zum Beispiel. Ne? Und also wenn ich jetzt die Mujeres Libres oder die Mujeres Antifascistas sehe, die haben sich schon zuvor gegründet. Es gab auf dem Gebiet, ich habe jetzt eine Frau gehört, die auf dem Gebiet ihre Dissertation schreibt, die sagte, man darf das nicht übertreiben mit der Emanzipation der Frauen in Spanien. Das waren immer Sachen, die man angefangen hatte, die dann durch den Krieg einfach aufgehalten wurden, weil es ganz andere Sachen. Aber immerhin, die Frau wurde politisiert, die Frau ist auf die Straße gegangen, die Frau ist Partei beigetreten, ist Organisation beigetreten. Es hat schon nach diesen Wahlen von Februar 1936 hat schon etwas begonnen. Es war eine Amnestie, das darf man nicht unterschätzen. Die Amnestie bedeutet ja auch, dass der Staat, und immerhin war das schon die Zweite Republik, die in Oktober 1934 den syrischen Bergwanderaufstand niedergeschlagen hat und die Kommunisten oder die Anarchisten da zum Schluss vorgezogen haben. Von dieser Stadt können wir nicht so erwarten. Sie haben zwar immerhin ihre Wahlabstinenz aufgegeben. Also das heißt, es war schon ein etwas anderes und war schon ein anderer Politisierungsfaktor in dieser ganzen Gesellschaft da, der dann sich politisierte mit dem Krieg. Eine Sache, jetzt noch, das jetzt auch mal wieder gesagt wird, es lag daran, an den Waffen und so. Ne? Also ich will mal ein bisschen fantasieren. So, ne? Stell mal vor, die Revolution hätte genug Waffen gehabt, die Faschisten wären tatsächlich geschlagen worden, Deutschland, Italien wäre geschlagen worden, Spanien hätte sich befreit. 37, 38 hätten die großen, oder 39, 38 hätten die großen, letzten großen Schlachten den Durchbruch geschafft und die Revolution oder die Republik hätte gewonnen. Was wären dann gewesen? Dann wäre das ein stalinistischer Staat geworden. Also, ich hatte letztens. Also, zu dem Zeitpunkt hatten die Kommunisten dort schon alle Ruder in der Hand, die Regierung war kommunistisch im letzten Abschnitt. Das wäre mit sehr großer Sicherheit ein Staat geworden, der unter Stalins Kontrolle gelaufen wäre. Da bin ich mir aber gar nicht sicher. Ich sag da warum. Werner hat das eben erzählt, dass 70% vielleicht in der Armee Kommunisten waren, aber die CNTV, also als auch das war so eine starke Kraft. Es gab so viele Divisionen, in denen erfahrene CNTV-Militante gewesen wären. Man darf eins nicht vergessen, dem Stalinismus sind in Spanien enge Grenzen gesetzt worden, auch von der rechtssozialdemokratischen Regierung. Ich gebe mal ein Beispiel. Der Kampf gegen die trotzkistisch-faschistischen Agenten in Innenregaten hatte sich bei den Kommunisten auf den Zollbeamten aus Lübeck konzentriert, Werner Fischer. Der Zollbeamter war und ein Selbstverständnis als Zollbeamter in Deutschland mit der Gestapo zusammenarbeiten musste. Der wurde verhaftet in den Interbrigaden als
trotzkistischer und Gestapo-Agent verhaftet. Aber spanische Behörden haben ihn freigesprochen. Wir haben gesagt, an den Vorwürfen ist gar nichts dran. Und er ist wieder in die Interbrigaden zurückgekommen. Also die Macht der Kommunisten, auch wenn sie sehr stark waren, dem standen die Sozialisten auf der einen Seite, aber auch vor allen Dingen die CNTV gegenüber. Die Frage ist nicht uninteressant. Was wäre, wenn in der Geschichte gewesen? Es ist eine Frage der Waffen gewesen, aber vor allen Dingen ist es eine Frage gewesen von dem Versagen der westeuropäischen Arbeiterbewegung. Dass die Arbeiterbewegung, das ist ja mein Eingangsstatement gewesen, das ist die Bankrotterklärung gewesen, dass die Arbeiterbewegung in den westlichen kapitalistischen Ländern nicht stark genug gewesen ist. In Frankreich bei einer Volksrepublikregierung, dass wir die sozialistische und auch kommunistische Basis durchdrücken konnte, ihre Regierung unter Druck setzen konnte, Leon Blum, du musst Waffen nach Spanien liefern. Das ist die Tragödie in Spanien. Ich bin aber anderer Meinung als du, aber da müssen wir noch 2 Stunden diskutieren. Wenn die soziale Revolution siegreich gewesen wäre, also wenn der Krieg gewonnen worden wäre, dass der spanische Anarcho-Syndikalismus, dass es dann, ich glaube, auch dort hätten sich neue Hierarchien gebildet, das wäre trotzdem eine andere Gesellschaft gewesen. Aber das ist Spekulation. Aber die Frage, die kommt mir sehr bekannt vor. Neulich sagt ein konservativer Kollege zu mir, der einen Professor für europäische Geschichte hat, da sagte, ich finde es glücklich, dass also die Republik den Kampf verloren hat. Da habe ich erstmal gestutzt. Und da sagte er zu mir, ja, das hätte dann ein Blutbad zwischen den Linken gegeben, dass die ganze Gesellschaft verpasst hätte. Das wäre in etwa die These. Aber ich denke mal, die Uhr liegt in Spanien dann noch ein bisschen anders, wie der Peter sagte. Ich würde das also schon an den größeren, an zwei größeren Sachen beimessen. Also der Geheimdienst in der nationalen Brücke, der Geheimdienst, der spanische Geheimdienst, dieser doch sehr berüchtigte Sim, war natürlich auch sehr stark mit schwedischen Beratern durchdrungen, aber er hat zum Beispiel immer das kontrolliert, was auch in den internationalen Brigaden passiert ist. Und hier gibt es ja diese berühmte Geschichte, die man ja auch sehen kann mit dem Gefängnis. Also die verschiedene Gefängnisse oder eins dabei in der Festung von Castel de Fels bei Barcelona. Ne? Dort sieht man erst noch die Graffiti drin, von denen sie eingehackt haben und so weiter. Dort gab es also zweimal Kommandanten, die also ein ziemlich blutiges Regime durchgeführt hatten. Und da hat der spanische Sim eingegriffen und hat die vor Gericht stellen wollen, weil dann hat es nicht funktioniert, weil sein Bruder Brigadekommandeur in der internationalen Brigade war. Der konnte dann nach Frankreich fliehen und hat nach kommunistischen Häftlingen in den deutschen KZ verschlagen, dann, die also auch darunter gelitten hatten. Aber dort hat der spanische Geheimdienst eingegriffen und hat das dafür gesorgt. Spanische Gerichte haben immer wieder, und das wäre jetzt auch nochmal die Frage, die dazu in der Interbrigade, hat immer wieder das, was die juristische Kommission der Interbrigade hat, was die in die Gefängnisse gesteckt hat, hat immer wieder nach einer bestimmten Zeit überprüft, was ist mit den Leuten. Und wenn dann, was die Spanier gemacht haben, war dann an einem ganz bestimmten Punkt die Antisemitenstrafe, die Leute sind dann eben ausgewiesen worden. Es sind auch Deserteure ausgewiesen worden, die immer wieder mal verhaftet worden sind. Die zweite Geschichte, die man noch nehmen muss, bevor du zum Bier gehst, das ist der Prozess, als der Blutverbot verboten worden ist. Ne? Da sollte ein Schauprozess gemacht werden gegen die Führer des Blutes. Ne? Also, Antrenin hat man ja umgebracht, aber gegen die anderen vorgehen, Andrade, muss ich alle lesen, hat er einen Ratsvorsitz, das haben wir in Buch darüber geschrieben, ein stalinistischer Prozess in Barcelona. Das hat nicht funktioniert. Da hat dieses Amalgam, dass man die Trotzkisten mit den Faschisten 1-1 gespielt haben, das hat nicht funktioniert dort. Und selbst die obersten Richter der Republik haben sich dann, sagen wir, auf einen Kompromiss geeinigt, also wir haben keine große Sprache, man hat sie drei mit Fahnschreiben für 3 Jahre Gefängnis und so weiter. Das Problem war nur, dass sie Glück gehabt haben, weil die verschiedenen Gefängnisse aufgegangen sind, und die Gefängnisse dann von den Frankisten übernommen wurden. Und wir kennen eine Ärztin aus Berlin, die ein Blumenlazarett befehlt hat, also vorne Zuglazarett, die ist dann eingesperrt worden und die ist dann nicht freigelassen worden, sondern den Frankisten in die Hände gefallen und da versandet natürlich ihre ganze Crew. Also wir wissen nicht, was aus ihr dann geworden ist, weil es da auch keine Unterlagen mehr gibt.
Und trotz alledem bin ich der Meinung, da hat er wieder also völlig recht, an einem ganz bestimmten Punkt wäre das mit der stalinistischen Diktatur problematisch gewesen. Weil die Kommunisten hatten natürlich, also es war keine kommunistische Regierung, die hatten, Negrin war kein Kommunist. Negrin war ein rechter Sozialdemokrat. Und die Kommunisten hatten zum Schluss nur noch 21 Minister der Regierung, muss man auch mal sehen. Die hatten zwar so einen Staatsapparat, hatten die also doch ziemlich großen Einfluss, aber das darf man auch nicht vergessen. Der spanische Verteidigungsminister, der spanische Generalstab war antikommunistisch. Das ist einfach so. Das kann man an dem Schicksal eines unserer, des höchstrangigen deutschen Interbrigadisten Wilhelm Zeiser, Nachsminister für Staatssicherheit, General Gomez oder einzige Mann, der einen Generalsrang hatte. Und man hat der war Kommandant der Basis von Albacete, man hat diese Basis aufgelöst und hat ihn als erstes gleich gesagt, wir haben für sie keine Verwendung mehr hier. Der Missionierende dankt Ihnen für den Kampf der Rücken, aber kein Verwendung. Ein Mann, der solche Erfahrung hat, ne? Und sagt, nee, also am besten du gehst wieder nach Hause, das wenn du wo immer du ja bist. Ne? Also es ist nicht so mit der kommunistischen Regierung. Das war so nicht. Es hätte dann wahrscheinlich Kämpfe gegeben. Aber ich bin schon der Meinung, dass Stalin sein Interesse an Spanien an einem ganz bestimmten Punkt extrem verloren hat. Es gibt ein sehr schönes Buch. Spanisch man kennt das. Von einem Russen und einem Amerikaner, das heißt España Trasladada, verraten Spanien, das sind Dokumente der Roten Armee, über die haben wir gar nicht gesprochen, spannende Geschichte. Das sind Dokumente der sowjetischen Regierung und das sind Dokumente der Kommentaren. So, das ist also wahrscheinlich das, was bis jetzt also wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, wahrscheinlich am kräftigsten zur Zeit ist, weil im Moment bestimmte russische Archive wieder gesperrt sind. Archiv der Roten Armee, kein von uns weiß jetzt genau, was versteckt sich hinter der Operatia X der Roten Armee und so weiter. Aber das nur nebenbei. Viele haben gehofft, auch Janka schreibt in seinem Buch nochmal, das wird sich alles aufklären, wenn die sowjetischen Archive offen sind. Die da in der Brigade sind soweit zugänglich. Großer Gewinn für uns, andere Archive, die vielleicht wichtiger sind, haben die Amerikaner gekauft und sind auch nicht zugänglich, weil die Russen sagen, ja, wenn jetzt westeuropäische Historiker kommen und forschen den Archiv der Roten Armee, was kommt unterm Strich raus? Sie pinkeln die Rote Armee an. Also das müssen wir uns nicht antun. Okay, nach über zwei Stunden ist das Podium hier müde. Ich glaube, wir lösen den offiziellen Teil der Veranstaltung auf. Also ich spreche auch nicht. Okay, einer nicht. und man kann ja noch irgendwie Dieter wäre wahrscheinlich wie jedes Bier. Ja, ich trinke nicht so viel, aber das kann man ja jetzt nicht nochmal selbst machen. Ich denke, zwei Stunden auf sich zu kommen. Was sagt man eigentlich von so einer Veranstaltung? Meistens denken formalen irgendwas Formales. Vielen Dank an die beiden Referenten, vielen Dank für das engagierte Diskutieren vom Publikum aus und ich glaube, dass ein paar Fragen noch klar wurden. Also bei mir sind zumindest ein paar Dinge nochmal etwas klarer geworden. Ich glaube, dass so Kategorien von Verrat, Sündenfall, Regierungseinheit, Sündenfall, Milizauflösung und so, dass es vielleicht so einfach ist, die Geschichte auch zum Beispiel wegen der sozialen Funktion so zu begreifen. Das ist zumindest bei mir so hängen, wie bei anderen vielleicht nicht, aber ich danke den beiden Referenten auf jeden Fall.